Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Das letzte Mal, die Situation kennt ihr vielleicht. Das letzte Mal haben wir den Outlaw, haben wir sie einfach kämpfen lassen und der Outlaw hat gewonnen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich will die Outlaws weghaben. Ich finde die Outlaws scheiße, ganz einfach. Das sind einfach nur Halsabschneider und Vollidioten mit ihrer Freiheit und Scheißdreck. Deswegen habe ich mich entschieden, wir laden nochmal und killen den anderen Typen. Der hat den schon gekillt? Okay, neue Erklärung. Wir laden nochmal und töten dann. Nachdem wir geladen haben, um ihn zu töten und versagt haben. So ein Weichei-Berserker. Dich hole ich mir! Bleib hinter mir! Weißt du, ich kill den im Alleingang. Und die Flasche, Alter, schafft man nicht. Dieses Huhn, meine Axt, hat reiche Ernte gehalten. Wenn du nicht der Nächste werden willst, lass die Waffen stecken. Euch Klerikern traue ich nicht über den Weg. Was ist dir vorgefallen? Na was wohl, die Ratten des Dukes sind hier aufgekreuzt. Haben das Maul zu voll genommen und küssen jetzt den Staub. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, das Gesocks hat es geschafft, unser Weltenherz ernsthaft zu beschädigen. Aber sie haben mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. Na, was hast super. Du vor? Ich muss die Stellung halten. Der Schaden ist groß, aber vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Mit den richtigen Mitteln könnten unsere Setzer das Schlimmste ungeschehen machen. Bis es soweit ist, muss ich weitere Angriffe der Outlaws um jeden Preis unterbinden. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass sie sich so dagegen wehren, dass wir diese Wüste wieder bewohnbar machen. Ja, klar. Brauchst du noch dann etwas? Wollt ihr das Land haben Fürs und dann ist auch wieder alles scheiße. Erst einmal Ruhe. Aber wenn der nächste Angriff... Darum brauche ich genügend Zeug, um die Wunden zu versorgen. Will mir keine Infektion holen. Ja klar, ich besorge dir ich etwas mach für was. Deine Wunden. Gut, 5 kleine Heiltränke sollten ausreichen. Dann habe ich noch ein wenig in Reserve, wenn es hart auf hart kommt. Da habe ich doch gleich dabei. Respekt, manch einer hätte meine Situation ausgenutzt. Und du teilst, was du... Hier. Jo. Oh, ein Heiltrank. Ja, so schaut's so viel besser aus. Dreckswüste, Alter. Aber jetzt räumen wir trotzdem seine Bude aus. Ich annektiere diese Bude. Sie ist jetzt meine Garage. Das war wohl nichts. Ach, scheiße. Zack. Zack. Das war wohl nichts. Ach, zack, zack, zack. Zack. Vorhin habe ich die gleich geöffnet. Alles nehmen. Was gibt's hier sonst noch? Mana, alte Münze, Zigarettenpackung. Wie die rauchen. Komm mir da hin, ey, wenn Berserker das Rauchen anfangen. Na gut, das hätten wir jetzt. Max ist sowieso ein Arschloch. Was ist das für einer? Reisender Händler. Den Konverter haben wir auseinandergenommen. Südklippen. Sandy Pines. Was ist Sandy Pines? Ach, da haben wir den Ray getroffen. Ja, genau. So. Was wollten wir noch machen? Irgendwas wollten wir noch machen. Konverter noch abbessern. Firmengelände zentral abbessern. Der Konverter wird angegriffen. Später. Ach Gott, jetzt komme ich drauf. Oh Gott, das Wichtigste, total vergessen. Ich kann meine Ausrüstung holen. Ja. Oh yeah. Ich bin ja 2 Levels aufgestiegen. Oh ja. Ich muss meine Erfahrungspunkte noch verteilen. Nein, meine Fertigkeitspunkte. Oder Fähigkeitspunkte? Fähigkeitspunkte, glaube ich. Fertigkeitspunkte sind die anderen, wo man kaufen kann. Also... halt
die Fähigkeiten. Oder so. Okay. Kurzer Look. Ins Inventar. Komm, mach auf. Ja, Umweg nehmen, klar. Konstruktion. Zack. Ich hab's. Und ich hab 6 Lernpunkte, Alter. Ich muss mal wieder zu die Berserker gehen. Zu die Berserker. Und Berserken. Damit ich meine Waffenkunst aufleveln kann. Falls ich's kann. Was ich wahrscheinlich nicht kann. Verkauft. Ich. So. Legal. Warte. Ihr wollt mich gerade verarschen, oder? Ich sehe. Ich bin blind, oder? Die Akolytenrüstung kostet 5000, die kostet 10.000! Heiliger Scheißdreck! Alles weg. Jetzt habe ich 9. Drohnenkontrolle weg, Machtwelle, das auch alles weg. Das weg. Boah, Alter. Ich verliere meine ganze Kohle wegen der Rüstung. Ein Kronstöckel, ich habe 2 davon. Sehr selten und wertvoll für alchemistische Zwecke. Kronstöckel war auch in Gothic immer wichtig. Alter, ich habe so viel Kohle gehabt, so viel Kohle. Klebt ziemlich stark. Alles klar. Oh Mann, ey. Wir bleiben 1000 übrig. 1000 von 8000. Nein, 9000? Nein, 8000. Stimmt, ich habe ja den ganzen Shit auch noch. Ich nehme ja jeden Mist mit. Das bringt mir halt gar nichts. Geld. Alte Münzen behalte ich, weil die habe ich das letzte Mal verkauft. Boah, leck, nur 150 Zigaretten, geil. Die Funkaufzeichnungen weg. Oder die bleiben da, die verkaufe ich jetzt nicht einfach. Anleitung. Anleitungen lassen wir natürlich auch alle da. Plasma-Raketen. Schrotpatronen, Energiezellen, Brennstoff. Alter, jetzt habe ich halt 12. Legatenhelm kostet 2,5. Ich könnte mir die komplette Ausrüstung nicht mal holen, ey. Alter Schwede. Ich mag's jetzt einfach. Jetzt verkaufe ich noch 150 Muni. Kaufe ich noch den dämlichen Helm. Boah, Handel akzeptieren. Das tut echt weh. Das tut so weh. Alter Schwede. Oh mein Gott, wie viel kostet dann die nächste Stufe? Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe jetzt nicht mal... Legatenhose. Ich habe meine Hosen verkauft. Das ist doch voll der Witz, Mann. Das ist doch der totale Scheiß-Witz, Mann.
Was kann ich noch verkaufen? Ich habe keine Kohle mehr. Oh Mann. Oh Mann. Schwarzes Loch, Kettenblitz, EMP-Schlag. Boah, geil. Ich habe Haufen Waffen. Setzerbogen, bitteschön. Flammenwerfer behalte ich. Erlöser, Todesstrahl. Todesstrahl kann er eigentlich haben. Ignis Artefex, Bekehrer. Bekehrer kannst du haben, das Akolytenschwert kannst du haben, Zahnaxt. Schwert der Ankunft. Jetzt habe ich 4.500 mit der Waffe wieder bekommen. Der Erlöser behalte ich, das gebe ich nicht her. Die kriege ich eh nicht viel. Da habe ich noch die ganzen Amulette und das Zeug. Stärke und Ausdauer. Na gut, jetzt kaufe ich mir noch die blöde Legatenhose. Der Helm ist irgendwie voll behindert. Ich hätte lieber so einen Helm. Roboterhelm. Es ist doch so behindert, ey. Ah, der Helm ist voll behindert. Ach, ja. Ich fühle mich schlecht. Ich gehe jetzt kotzen. Ich brauche noch 5, 7 Levels. Alter, wirklich 7 Levels. Um aufs nächste Ding zu kommen. Alter, da fehlt mir 55, Mann. Auf 55 muss ich. Paradestärke, Angriffsstärke. Handgranatenstufe, ja. Boah, die ganze Scheiße kannst du doch gar nicht leisten, Mann. Ich bin entsetzt. Ach. Aber gut, wir sind ausgerüstet. Unsere Waffe ist nicht schlecht. Hauptmission. Karte markieren, der alte Mann. Der wohnt hier. Na, wer ist das Gescheitste? Wir gehen am Konverter vorbei. Teleportieren. Ach du Scheiße, Mann. Ey, scheiß doch die Wand an. Ich glaub, die haben über den Tisch gezogen. Die ist ja wohl eine Frechheit. Eckert, Werner, ich glaub, die Russen sind da. Schau mal im Keller noch. Alter, ich muss jetzt an wem meinen Frust auslassen, Alter. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Komm her, Skeks, Alter. Ich hau die weg, ey. Boah, wie der weicht aus, du dumme Sau. Was, der lebt noch, haut drauf! Alter. Das musste sein, der musste sterben. Warum musste er sterben? Na, wisst ihr die Antwort? Wisst ihr die Antwort? Genau. Weil die Kleriker hinter Vorzige Weichflöten sind.
die wohl nur auf ihre Scheißkohle aus sind, Mann. Hä? Ich dachte, ich komme da irgendwie vorbei. Oh fuck. Warte, jetzt schaue ich nochmal durchs Tor, müsste ich. Ja, dann gehen wir halt rechts rum. Oh komm, Alter, das ist das nächste Vieh. Ja, leck mich, komm, hau ab. Piss dich oder ich bring dich um. Warum haben die eigentlich gerade hier zwei aufgestellt? Stirb! 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 Also voll die technische Ausrüstung schon. Bleib hinter mir! Sehr schön, sehr schön. Ich muss Viecherzeug sammeln, damit ich Zeug verkaufen kann. Komm her, du bist der Nächste. Bleib hinter mir! Her mit eurem Scheiß. Ich werde euch so ausnehmen, ey. Oh, verdammter Dreck. Oh, fuck. Ja, leck mich, ey. Doch jetzt endlich. Du stirbst jetzt auch. Dämliches Mistvieh. Her mit der ganzen Scheiße. Gib mir alle voll auf den Sack, Mann. Und ich reg mich noch auf. Ich reg mich noch auf, dass ich zu viel Konstitution dafür brauche. Ja. Waffe weg. Jäger. Irgendwo müssen noch mehr von diesen Viechern sein. Ich kann sie nicht genau sehen. Hä, das war's schon? Kann ich den ganzen Scheiß eigentlich mitnehmen? Klar. Werkbank. Der killt ein Vieh und dann geht er schon hin und pisst in den Wald, ey. Tränke machen, Tränke machen, Tränke machen. Kleiner Heiltrank. Anfertigen. 15. 19. Heiltrank. Da brauche ich Wein und eine Heilpflanze. Da brauche ich einfach nur zwei kleine Heiltränke. Zack. Gut, Rest ist mir egal. Halt, warte. Hat er ein Bett? Der hat ein Bett. Bis zum Morgenschlaf. Es geht nichts übers Pennen. Nebenwirkungen meiner letzten Meditation am Elex-Vorkommen machen mir sehr zu schaffen. Ja. Ich habe hier... Vielen Dank, das... Stimmt, hatte ich vorhin vergessen, das hatte ich ja gemacht. Wunderbar.
Oh fuck, da ist so ein Vieh. Alter! Warum weicht er nicht aus mit nur einem Schlag? Oh komm, Alter, die Viecher ziehen noch viel zu viel ab, Mann. Da unten ist nochmal so eine Drecksau. Trotzdem erwischt. Boah, das Spiel macht mich momentan echt aggressiv. Erst trinke ich einen Heiltrank, dann unterbreche ich ihn dann aus Versehen irgendwie, dann heilt er nicht. Dann nehme ich nochmal einen Heiltrank, dann kommt so ein Vieh angelaufen, trifft mich nicht. Und dann plötzlich trifft es mich doch. Ah. Aber ich glaube, die Folge geht schon wieder zu lang. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie ihr seht, sind da hinten unsere ersten Opfer. Und die machen wir jetzt dann fertig. Oder wir sterben wieder. Also bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.